Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Eure in Anführungsstrichen fairsten Spaßgaranten, darum ging es ja letzte Woche Sonntag im Video. Thema war im Grunde mehr oder weniger unfaire oder OP-Fahrzeuge, die man dann doch mal heranzieht in Zeiten, wo es richtig scheiße läuft und die einem mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit immer noch halt Spaß in World of Tanks bieten, aber natürlich auf eine Art und Weise, die natürlich hinterfragt werden kann und muss. Nichtsdestotrotz habe ich in dem Video das Ganze ja so ein bisschen umgekehrt und habe einfach mal das Ganze aus der Spaßperspektive betrachtet und habe euch auch dazu aufgefordert, mir Replays von euren Spaßgaranten zu schicken mit einer kleinen Beschreibung oder ein paar kurzen Sätzen. Warum denn genau dieses Fahrzeug? Der Aufruf ist immer noch aktuell. Das Video findet ihr rechts oben in der Infokarte. Könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. Und wie gesagt, wenn ihr in Anführungsstrichen faire Spaßgaranten habt an Fahrzeugen, dann, wie gesagt, fahrt ein Replay. Wenn es eine schöne Runde ist, schickt sie mir und dann habt ihr gute Chancen, hier auch in dieser kleinen Videoreihe, die ich ja so ein bisschen machen möchte, drinne vorzukommen. Und dann haben wir heute den Hetzer hier direkt. Ich habe zwei Replays bekommen von euch, die wir uns beide anschauen werden. Und das Fahrzeug selbst hatte ich jetzt in der Liste, die ich auch in der Videobeschreibung in dem gerade genannten Video drin habe, gar nicht mit drauf. Aber ihr habt natürlich recht, der Hetzer, Tech-Tree, für jeden zugänglich und trotzdem einem durchaus ein Spaßgarant auf Tier 4. Wer meine Videos ein bisschen länger kennt, der wird wissen, dass ich dem Vorzug eher der Sau 40 gebe. Das ist der Tier 4 Jagdpanzer bei den Franzosen, der im Grunde sehr, sehr ähnlich ist zum Hetzer rein, was die Funktionalität angeht. Also eine Trollgun und man kann ordentlich mit dicken Schellen rumbatzen. Die Sau hat aber gewisse Vorzüge gegenüber dem Hetzer, zum Beispiel bei den Granatenfluggeschwindigkeiten, die gar nicht mal so zu verachten sind. Sie hat zum Beispiel auch 10 Grad Gun Depression. Sie ist nicht ganz so mobil wie der Hetzer, aber ist halt am Ende Geschmackssache. Man kann mit beiden Panzern auf jeden Fall richtig gut rumbatzen. Und das ist im Grunde auch so der primäre Spaßfaktor. Da unterscheidet sich der Hetzer. Hallo. Das war eine Heat. Da unterscheidet sich der Hetzer genau genommen nicht von anderen. Nett. Nicht von anderen Trollpanzern oder beziehungsweise Panzer mit Trollkanonen. Das primäre Prinzip, und das ist ja auch das Prinzip, was dann den Frust auf der anderen Seite verursacht und was diese Fahrzeuge in Anführungsstrichen so fair macht, ist halt diese Kanone mit meistens einer HE und einer Heat oder irgendwas anderem, aber meistens HE und Heat, die sehr viel Alpha bei wenig Durchschlag bieten oder bei relativ wenig Durchschlag. Die Heat vielleicht nicht, aber die HE. Und daraus ergibt sich halt so dieses, naja, dieses Glückspotenzial. Habe ich jetzt ein Fahrzeug vor mir, welches ich durchschlagen kann? Dann kam die HE-Überarbeitung noch. Dementsprechend muss ich dann auch gucken, wo ich genau treffe, dass ich Spaß habe. Beziehungsweise, ja, also man muss noch besser treffen eigentlich, beziehungsweise noch besser wissen, wo man hinschießen muss, weil der Splash-Damage selber der HE-Granaten an Stellen, wo man nicht durchschlägt, relativ eingeschränkt ist. Da scheint niemand. Also ihr seht schon bei den Granaten, da, ja, kann man nebenher laufen. Und das zeichnet diese RNG-Fahrzeuge, diese HE-Trollfahrzeuge aus. Ob es jetzt der Hetzer ist, ob es früher der Panzer 4H ist, ob es der KV-2 ist. Oder halt irgendwelche, also der BZ-176 oder der Stage 2 auf Tier 10. Also man könnte im Grunde, das ist gerade, die sind jetzt die Fahrzeuge, die mir im Kopf einfallen, aber man findet auf jeder Tierstufe höchstwahrscheinlich irgendwie ein Fahrzeug, was so eine Mechanik hat oder was so eine Kanone hat, was von dieser Mechanik lebt. Der Hetzer ist halt insofern nett, das ist Tier 4. Der Zugang ist also relativ einfach. Hallo, da sind zu viele Hindernisse, aber hallo, tschüss. Ja, genau, das sind genau die Schüsse, die du haben willst. Der Zugang ist einfach. Kostengünstig würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ich sag mal ganz provokant, jeder, der World of Tanks nicht nur eine Runde mal gespielt hat, hat
die Möglichkeit, sich den Hetzer in die Garage zu stellen. Übrigens die Sau 40 auch, um entsprechend dann auch mit dem Hetzer Spaß zu haben. Es ist also jetzt nicht ein limitierter Zugang, sage ich mal, wie beim BZ-176, was ja auch nochmal bei diesem Fahrzeug dann, sage ich mal, diesen Fairness- oder diesen Unfairness-Faktor nochmal vergrößert, weil halt nicht jeder die Möglichkeit hat oder auch nicht will, ne? Nicht jeder will Geld ausgeben, sich dann so einen Premium-Panzer in die Garage zu stellen. Zumal beim BZ-176 meines Wissens nach er immer noch nur in den Lootboxen letztes Jahr zu Weihnachten drin war. Und das ist halt beim Hetzer anders. Das ist bei anderen Trollfahrzeugen oder HE-Fahrzeugen, die auch über ein Tech-Deal zu bekommen sind, halt anders. Es macht es insofern halt fairer, weil jeder theoretisch und auch praktisch die Möglichkeit hat, wenn er World of Tanks spielt, sich das Fahrzeug auch in die Garage zu stellen. Trotzdem, oder auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist der Hetzer meiner Meinung nach eigentlich gar kein problematisches Fahrzeug. Ja, man könnte ihn an der einen oder anderen Stelle, haben wir jetzt auch schon gesehen, als schwierig bezeichnen oder als fair in Anführungsstrichen. Aber der Hetzer hat halt auch Nachteile. Konkret habe ich es gerade schon genannt. Es ist die Fluggeschwindigkeit der Granaten. Es ist grundsätzlich das Gunhandling. Also das ist auch nochmal so ein Thema beim BZ, ne? Gunhandling für so eine Kanone. Oh, hallo. Tschüss. Es ist aber auch zum Beispiel die Sichtweite, ne? Also der Hetzer ist blind. Der Hetzer ist maximal blind. Also er ist zwar ein TD und mein Scherenfernrohr sehen wir jetzt hier auch, hat ja Pilatus, habe ich das richtig gelesen? Pilatus, oder genau, Pilato 5. Vielen Dank übrigens für das Replay, Dankeschön. Aber das führt auch dazu, dass der Hetzer jetzt nicht einfach so wie ein E25 agieren kann, alles sich selbst spottet und dann entsprechend einfach alles wegbatzen kann. Nein, also der Hetzer ist schon nach meiner Auffassung nach fair gebalanced. Aus diversen Gründen halt, die ich gerade schon genannt habe. Die Runde ist gleich vorbei. Bevor wir gleich ins zweite Replay springen, natürlich auch nochmal der Aufruf an euch. Schaut euch das Video vom letzten Sonntag an. Also guckt nochmal, worum es konkret geht. Ne? Es geht um in Anführungsstrichen faire Panzer. Was für ein fairer Schuss hier auf den T1. Schickt mir eure Replays von euren Spaßgaranten. Also was sind Fahrzeuge bei euch, in die ihr einsteigt, wenn es richtig scheiße läuft. Ne? Und da geht es halt primär um Fahrzeuge wie jetzt hier zum Beispiel den Hetzer. Oder ganz provokant gesagt BZ-176, E25, Panzer 5-4. Die Liste findet ihr, wie gesagt, in dem anderen Video. Ich kann sie aber hier auch nochmal mit in die Videobeschreibung reinpacken. Guckt einfach mal rein. Und wenn ihr Fahrzeuge habt, die da nicht mit drauf sind, aber wo ihr sagt, das ist für mich die absolute Spaßgarant, dann kein Problem. Ne? Schickt mir das Replay, ein, zwei Sätze dazu. Und dann gibt es, wie gesagt, gute Chancen, dass diese Runde dann auch gezeigt wird, hier in dieser kleinen Videoreihe. Hier die Auswertung von Pilatus, oder ich weiß nicht, ob die 5 ein S sein soll. Sagen wir mal Pilatus. Es gibt das Panzer, es gibt das Großkaliber, es gibt die Top Gun. Das heißt, wir haben hier 6 Kills bei 2600 Schadenspunkten, 1043 Base XP. Wir sehen auch, das wenigste davon war gesnipert. Das funktioniert mit dem Hetzer halt auch nicht. Man muss, trotz dass es hier, glaube ich, eine Low-Tier-Runde war, man muss irgendwie gucken, dass man die Distanz zum Gegner einigermaßen kurz hält, weil die Kanone ungenau ist, weil die Fluggeschwindigkeiten eine Katastrophe sind und das Gunhandling insgesamt natürlich bei solchen Fahrzeugen schwierig ist und Snipern da immer nicht so ganz funktioniert. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Haben wir hier recht gut gesehen. Es war einiges an Heat dabei. Dementsprechend sind es hier mit Premium-Account 15.000 Credits minus. In der zweiten Runde sehen wir Orca mit Death Metal im Platoon und er, also Death Metal, fährt die Sau. Ihr seht schon, die Sau hat halt auch Nachteile, ne? Diese riesige Kommandantenkuppel oder was auch immer das da oben drauf sein soll. Aber wie gesagt, für mich ist die Sau hat einen Ticken mehr Vorzug im Gegensatz zu Hetzer, aber das kann im Zweifelsfall auch Tagesform sein. Wir sind hier auch in der Low-Tier-Runde, diesmal aber nur gegen Fünfer und sind hier auf Malinowka in einer Begegnungsgefechtsrunde. Die sieht man tatsächlich nicht so häufig, die Runden. Und ich bin gespannt. Beide fahren Richtung Hill. Wir sehen, dass der Hetzer ein bisschen flexibler ist, was die Beweglichkeit angeht.
Huch. Geil. Schöner Replay-Bug hier beim Umschalten auf Orca. Die beiden... Nee. Death Metal macht eine kleine Pause. Sie fahren nicht konsequent auf den Hill hoch, sondern versuchen hier erstmal den First Spot entsprechend sich zu holen. Da wird eine Heat geladen. Und die... Okay, das ist auch so mies, ey. Du kriegst schon 80% der Hitpoints gezogen und wirst da noch angezündet. Da geht das Stuck 3B raus. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Side-Note wert, denn das Stuck 3B hat... Ist auch ein Trollpanzer, wenn man es mit der Trollkanone fährt. Und vor allen Dingen, es hat die gleiche Kanone wie, der Hetzer. Allerdings mit ein bisschen weniger DPM. Ah, der ist stehen geblieben. Da flog die Granate vorbei. Ein bisschen weniger DPM. Und auch nochmal schlechteres Gun-Handling. Der Hetzer hat einen Richtbereich nach rechts von 15 Grad und nach links von 5 Grad. So, das Stuck hat in beide Richtungen 10 Grad. Also so gesehen gleicht sich das irgendwie aus. Das Stuck ist deutlich mobiler, was die, was das Leistungsgewicht angeht. Bei den Drehfreudigkeiten hapert es ein bisschen. Bietet jetzt nicht unbedingt diese Panzerungsstärke wie der Hetzer. Und hat ein bisschen weniger Panzerung. Also ich glaube, am Ende ist es der Hetzer, den man wählen sollte. Bounce, hier sieht man auch, gerade gegen... Schade. Gegen Vierer kann der Hetzer durchaus mal überzeugen. So, Panzer 3. Oh, gönn dir. Da ging zwar ein Turm, aber die Seite wäre auf jeden Fall auch lecker gewesen. Und hier sehen wir natürlich jetzt einen Gegner, der durchaus problematisch ist. Da muss man jetzt mit der Heat-Granate arbeiten. Die Heat haben 104 Pen und das kann aber gegen den KV-1 an der einen oder anderen Stelle schon schwierig werden. Wenn man aber da, ja, oben an der Fahrerluke... An der Oberwanne kann man da auch durchschlagen. Aber der hat halt als 5er Heavy durchaus auch ein paar Hitpoints dabei. Der Bounce da. Wo man dann ein paar Schuss braucht, die dann auch zuverlässig natürlich einerseits treffen, aber andererseits auch durchschlagen. So, hallo Sherman. Ja, auf der Oberwanne, da war der Winkel, glaube ich, zu schlecht. Aber er kriegt Spotting und... Autsch. Da geht er raus und hier hat er Glück, dass der T6 ihm in die Seite mit Heat nur die Kette zieht. Hallo. Oh, es sind ja zwei von euch. Ja gut, dann ist der erste jetzt tot. Übrigens, T6 Medium auch durchaus ein Fahrzeug, welches genau das gleiche Trollpotenzial hat wie ein Hetzer. Denn der hat nämlich auch so eine Trollkanone. Und als der neu im Spiel war, war der für seine Zierstufe auch durchaus... ein klitzekleines Problem. Mittlerweile hört man das nicht mehr so sehr. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, ob der mal irgendwie genervt oder gebufft wurde nochmal. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber als der T6 Medium neu war, das ist noch gar nicht so lange her, ein, zwei, drei Jahre oder so, war es durchaus ein Fahrzeug, wo man sagen musste, ja, problematisch. Ich will den Hetzer jetzt natürlich nicht relativieren. Der Hetzer ist auch problematisch. Die Sau ist auch problematisch. Es gibt so viele Fahrzeuge im Low-Tier-Bereich, die problematisch sind. Allein daraus könnte man eigentlich nochmal eine extra Videoreihe machen. Aber darum geht es ja hier nicht. Es geht ja hier um den Spaß, den man damit haben kann. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung von Wargaming ist, diese Fahrzeuge aus dem High-Tier rauszuhalten. Aber egal, wo man sie hat, für die, die getroffen werden, ist es natürlich problematisch. Wenn man bedenkt, dass im Low-Tier-Bereich relativ viele Anfänger auch rumfahren. Wenn wir dieses Fass aufmachen, bekommen wir es nicht mehr zu. Aber wie gerade eben gesagt, dafür sind wir heute nicht hier. Wir sind für den Spaß hier, den man damit haben kann. Ja, auch wenn der Spaß bedeutet, dass andere dadurch keinen Spaß haben. Aber das ist, um es doch nochmal kurz zu relativieren... Mit jedem Fahrzeug so. Wenn es gut läuft, hat dann der auf der anderen Seite meistens keinen Spaß. Das bringt ein kompetitives Multiplayer-PvP-Spiel halt so mit sich. Sei es drum. Wir warten jetzt hier auf einen Spot, dort auf die Position vom T34, der da versucht in den Cap reinzukommen, aber auf dem Weg dahin gespottet wird. Er geht raus und dort können wir dann, nein, die flog leider zu hoch. Die Heat-Granate jetzt in die Seite des Panzer 4H könnte nicht unbedingt glorreich werden. Und hier hat Orca Glück, dass er
Warum bleibst du da? Okay, okay. Hier hat Orca Glück, dass die ungespottete Su-76 getroffen wird. Weil das ist auch immer noch so ein Problem mit diesen Fahrzeugen. Gerade mit so einem Schusswinkel, mit so einem Schussbogen. Dass man ja Blindschüsse sehr, sehr schwer nur setzen muss. Es hängt mit der Art und Weise, wie halt das Aiming in World of Tanks funktioniert zusammen. So, wo steht der denn? Hallo Mathilda. Das ist natürlich jetzt... Mathilda ist so ein kleiner Endgegner. Mathilda gehört im Grunde auch auf diese Liste. Wobei ich Mathilda ja auch schon mal in einer anderen Reihe auch vorgestellt habe. Mathilda ist meiner Meinung nach unfassbar OP für ihre Tierstufe. So, und jetzt... Ja, macht er genau richtig. Er lässt die Arbeit da von Death Metal erledigen. Denn er jetzt hier im direkten One-on-One gegen die Mathilda auf die Distanz. Auch wenn er sie trifft... Sie durchschlagen, wird sehr, sehr schwer mit dem Hetzer und sie nagelt ihn einfach nur tot. So, jetzt hier am besten nicht in die... Okay, ich habe nichts gesagt. Das ging meiner Meinung nach in die Seite des Panzer 4H, also in die Hitschürzen. Dass die da trotzdem Schaden machen, das überrascht mich jetzt hier ein bisschen. So, in die Bishop schießt sich jetzt hier ein bisschen auf ihn ein. Was man hier in der Runde auch... Oh, Snapshot. Was wir hier in der Runde auch sehr gut sehen, ist, wie blind der Hetzer wirklich ist, ne? Also, wie spät die Gegner hier aufgehen. Hier hat er... Na, die Gun Depression. Gun Depression. Ja, schade. Aber M10 mit APCR, mit Premium, kommt hier nicht durch. Also, bounce die einen Schuss nach dem anderen. Der Hetzer ist nicht super, super krass dick gepanzert, aber er kann einfach durch diesen Winkel, wenn man noch ein bisschen Hold-Down steht... Kann er wirklich bouncen? Jetzt nicht gegen Sechser unbedingt. Aber halt gegen Vierer. Oh, Cruiser. Der brennt da auch ab. Tschüss. Oder halt auch gegen so einen Fünfer. Wenn der Winkel passt und man ein bisschen Glück mitbringt, dann funktioniert es halt mit dem Hetzer einigermaßen gut, muss man wirklich sagen. Okay, der Cruiser hat gebrannt. Der Cruiser war gespottet. Ach so, Death Metal und Orca kennen sich gar nicht. Die haben anscheinend... War das ein random Platoon? Das musst du mir mal in die Kommentare schreiben. Ich dachte, ihr kennt euch, weil ihr auch von Anfang an im Platoon wart. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, gut. Höchstwahrscheinlich warst du gespottet. Wie gesagt, der Hetzer ist blind. Da nimmt der M8A1 ihn raus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Pech am Ende. Denn da wäre sicherlich noch ein bisschen was drin gewesen. Die Runde ist insofern ein bisschen besser als die erste. Nicht ganz so viele Kills, aber richtig viel Spotting. Und das werden wir auch gleich noch in der Auswertung sehen. Ich kann hier leider nicht umschalten, solange Orca auf sich selbst drauf bleibt im Replay, kann ich jetzt auf kein anderes Fahrzeug gehen. Das Einzige, was ich machen könnte... Eigentlich müsste ich ins... Ach nee, kann ich gerade auch nicht. Weil es ein Mikro-Patch gab und mein FreeCam-Mod erst wieder installiert werden muss. Aber nichtsdestotrotz, sie werden hier die Runde höchstwahrscheinlich gewinnen und wir schauen uns mal die Auswertung an. Auch hier bekommen wir das Panzers. Wir bekommen Großkaliber 2670 Schadenspunkte mit 4 Kills, 1289 Basis. Das ist deutlich mehr, als wir gerade in der ersten Runde gesehen haben. Auch hier war sehr, sehr viel Heat unterwegs. Liegt einfach daran, dass hier noch fast 1500 Spotting obendrauf kommen, was natürlich dann für die XP sehr, sehr nett sind. Auch hier ein Tagessieg, 4158 Erfahrungspunkte insgesamt. Hier nochmal der Aufruf. Schickt mir eure Replays von euren Spaßgaranten, so unfair sie auch sein mögen. Wir werden das in dieser Videoreihe einfach mal zeigen. Meine E-Mail-Adresse, an die ihr die Replays schicken könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr findet die Liste nochmal zu den Fahrzeugen, die ich persönlich da reinzähle, aber ihr könnt da gerne auch ergänzen. Auch nochmal mit in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt vor allen Dingen auch mal euer Feedback zum Hetzer mit in die Kommentare, ob der für euch wirklich so primär in diese Reihe reinpasst oder dann vielleicht eher nicht. Bin ich auf jeden Fall sehr interessiert dran. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gemonfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall, Klumpen und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.